Und jetzt regnet es auch noch gleich und dann schmiert alles ab und dann riechen sie uns wieder. Oder? Wenn das so... Das ist jetzt gerade echt eine krasse Situation, dass wir jetzt hier durchlaufen müssen. Aber es sieht sehr schön aus mit der Unschärfe. Es sieht richtig, richtig geil aus gerade. Das. Aber das muss man echt so auf sich wirken lassen gerade. Ja, das ist bestimmt Ben. Nein! I thought you left me. I saw my parents. Yeah. Come here, sweetie. They're dead. They really are. Clementine, we have to get out of here as fast as we can. Well, we can't. There's thousands of them outside. We have to. I'll protect you. No, no, that's crazy. I saved you. We're safe here. I locked us in. Get that door open. I can't. Do it! It was only a little open when I found it. I closed it to keep us safe. Pull on three. One, two, three! Leute, wir werden sterben. Nicht geschafft. See? Clementine, honey. What happened? No, that's not. Yes, Clem, it is. Scheiße. There's no time to be upset. Okay. I'll try not to be. I think there might be a way out over there. Ja, jetzt gemütlich. Let's go. Might be a little slow. I'll help you. Okay. Boah, ich hänge gerade mit meinem Kopf auf dem ganzen Popschutz rum, ey. Ich kann das gerade alles nicht so richtig fassen, was gerade passiert. Ich dachte, okay, irgendwie wird es gut ausgehen mit uns. Wir werden das schon irgendwie schaffen. You can lean on me if you have to. I'm okay. I'm okay. Aber I thought I was helping by bringing you in here. Ja, ja, war es ja auch. Oh, you did, honey. It's awful out there. But they would have chewed me up. It was hard. I don't know how you did it, but you did good. Okay? Keep going. We're almost there. Wie Clem sich jetzt um uns kümmert und wie wir aussehen. Oh Gott, das macht mich so traurig gerade. Oh Mann. Get up, Lee. The door is right here. Komm schon, Lee. Komm. Steh auf. Ernsthaft? Ach, Mann. You have to.
I can't move. This is it for me here. Please, please, try to get up. Komm, 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 komm. Für Clement sein. Nein, nein, nein. I can't. You don't have much time. Fuck. You gotta do something. Fuck. Fast. Like what? You have to keep away from me. But Lee... Do whatever you have to do to keep me away from you. You have to. Okay. We'll figure it all out. Don't worry. Just start by getting that door open. It's locked. It's no big deal. It's just a glass window. Ow! Not with your hand. Nimm hier mal. There's a chair over there. Yeah. There's a chair over there. Ja, man, nicht hier vielleicht irgendwo. There's a baseball bat under the counter, Clem. You can use that. Genau, ist das Fenster einschlagen. Use the bat to shatter that window, so you can reach in, okay? Okay. Watch out for broken glass. Good job. Ich nehme den Stuhl und gehe rüber. Don't be afraid of him, honey. You're smart. He isn't. You're smarter than all of them. Nimm den Stuhl. Grab the chair, Clem. Stell ihn dahin. Use it to reach in to the lock. Okay, aber mach das Glas noch vorher ab, bitte. Also. Ja, jetzt kannst du rein. Open. He's trapped. This will be easy then. He's got keys. Probably to that door. Nimm den Baseballschläger, oder? Nimm einfach den Baseballschläger. Okay, Lee. Nein, nein, stopp. Wo ist der Baseballschläger? Stopp! Warum drück ich denn einfach irgendwas? Achso, okay, sind für uns alles klar. Verstehe ich das. Put the handcuffs on me. Attach me to this. What? Why? No matter what happens, you're safe then. I don't know. Just do it, sweetie. Make sure they're tight. I don't want to do this. You have to. It'll keep you safe. We have to deal with him. Tja, es fängt so an, wie es endet, ne? Was? Es endet so, wie es angefangen hat. mit Handschellen. And then the gun. The keys and the gun. Just don't be afraid. If anything gets dangerous, you're faster than he is. What should I get first? Get the gun. Waffe, auf jeden Fall Waffe. Always the gun. Oh nein, fuck. Grab it! Hier. Was? Watch out! Was? Oh. Grab Clem, the bat, Clem! Hier, stopp! Ja, mit dem Fuß, komm. Ja, hau drauf, nochmal. Und nochmal. Okay.
You're strong, Clem. You can do anything. But I'm little. That mean nothing. You gonna see bad stuff, but it's okay. My parents. It's so horrible. I can't imagine, Sweetie. And now, you? Please. Please don't be one of them. Please don't become a walker. There's only one thing you can do. You know that. I don't know if I can. You have to shoot me, honey. Lee, no. It's okay. It's okay. It's for your safety, Clem. If you don't get out in time. But I can wait until then. No, honey. You can't. You can't risk it. It is like Larry, huh? I know you did it to protect me. Yes. You just have to do it. It'll be okay. You don't want to see me like one of them. Okay, Lee. I can do it. I can. Man. Find Domeen and Krista. They're outside of town, by the train. You remember how to get back there? Yes. Good. They'll take good care of you. And Clem. And always keep moving. You're gonna want to find some place like the motor inn, but that's just not safe. Why not? Those places are just targets. Move as much as you can. And also. Was für ein Leben, ey. Was für ein Leben. What is it? No, don't worry. All right. God. I'll miss you. Me too. Das war's. Wir werden nicht erfahren, ob Clementine es geschafft hat zum Zug. Oh Mann, oh Mann, oh Mann. Ich weiß nicht, was ich gerade sagen soll, ey. Boah. Mit dem Ende hätte ich jetzt nicht gerechnet, dass wir wirklich sterben und nicht mal erfahren, ob es Clem geschafft hat. Das ist jetzt... Das ist jetzt wirklich so, als ob wir nie wieder was von ihr hören würden. Wir wissen nicht, wie sie ihr Leben verbracht hat. Wir wissen nicht, ob sie es geschafft hat überhaupt. Wir wissen ja gar nichts. Wir werden jetzt vollkommen alleine gelassen damit, was jetzt danach passiert. Was ja auch eigentlich gut so ist, denn wir haben ja immer die Sicht von Lee gesehen. Immer das, was Lee tut. Und es ist ja tot von der. Es ist klar, dass wir nicht mehr sehen, was passiert. Aber so krass. Scheiße, ey.
Okay, also wir hätten Lees Arm abhacken können, aber er wäre wohl trotzdem gestorben. Okay, gut. Gave up weapons, ja, kill Clementine's Raptor, okay. Stopped Lee from turning. Klar, die Mehrheit, weil das musste auch so getan werden. Clem hätte uns nicht in Erinnerung behalten können, wenn wir jetzt irgendwie schon verwandelt wären und dann auf sie losgehen würden. Das wäre das Schlimmste. 5 Episoden haben wir uns jetzt versucht durchzuschlagen. Am Ende sind wir tot. Am Ende haben wir vielen Menschen geholfen, vielen Menschen aber auch wehgetan. Uns wurde wehgetan. Clem geht es mit Sicherheit gut. Sie ist wirklich ein schlaues Mädchen und ihr wird es gut gehen, glaube ich, auch bei Omid. Boah. Das war die letzte Episode von The Walking Dead. Vielleicht schaue ich mal in den First-Person-Shooter rein. Ist es ein Third-Person? Ich weiß es nicht, ist sicher ein Shooter. Eventuell schaue ich da mal rein. Ist natürlich nichts, was hiermit jetzt zu tun haben wird. Diese Geschichte ist jetzt beendet, es ist vorbei, es ist aus. Ich werde mich jetzt gleich ein bisschen auf die Suche machen nach anderen Enden oder nach anderen Geschehnissen, inwiefern die Sachen sich da doch ändern können, wie relevant die Änderungen hätten sein können bei den verschiedenen Möglichkeiten. Das interessiert mich noch ein bisschen, denn da ist so immer noch so ein Fragezeichen hinter, weil ich am Anfang ja auch gesagt habe, dass viele Entscheidungen, die wir hätten eigentlich treffen, also die eine freie Entscheidung waren, irgendwie im Endeffekt doch keine freien Entscheidungen waren, weil sie so oder so irgendwann darauf hinausgelaufen wären. Keine Ahnung, ob es wirklich so stimmt. Ich werde mir ein paar Sachen angucken und vielleicht nochmal ein kleines Fazit schreiben oder so. Ich werde einfach mal schauen. Und ich entlasse euch somit jetzt hier von The Walking Dead und ja, Leute. Ich habe keine Ahnung, was ich sagen soll. Ich sag einfach Tschüss und bis zum nächsten Mal.